Mit einem ganz besonderen Thema, liebe Zuschauer, begrüßen wir Sie aus allerherzlichste zurück hier ins laufende Programm von Pearl TV. Und wir werden uns jetzt mit einer Thematik auseinandersetzen, die in den Vereinigten Staaten seit vielen Jahren Standard ist, in Russland sowieso, aber auch in weiten Teilen Europas. Und auch hier bei uns in Deutschland hat man mittlerweile die Vorteile einer Kamera im eigenen PKW ganz klar erkannt, weil man natürlich zum einen wunderschöne Strecken aufzeichnen kann, zum anderen aber auch im Falle eines Unfalls zum Beispiel einen digitalen Zeugen hat, der die Situation ganz klar erfasst und auch nichts mehr großartig verpassen kann. Wir möchten Ihnen ganz gerne mal so einen kleinen Eindruck vermitteln, was hier tatsächlich aufgenommen werden kann. Und das ist schon mal ein ganz gewaltiger Crash, ja? Und ganz ehrlich, wenn ich Sie Ihnen jetzt die Frage stelle, haben Sie noch die Farbe der beiden Autos im Kopf? Wissen Sie noch ungefähr, was das für ein Typ Fahrzeug war? Oder was das jetzt für Witterungsverhältnisse waren? Dann werden die meisten wahrscheinlich sagen, müsste ich jetzt mal überlegen. Die Kamera lügt nicht. Die hat das aufgenommen und ist ein perfekter Zeuge für den Fall der Fälle. Neben mir steht ein junger Mann, der also auch schon Erfahrung mit diesen Kameras gesammelt hat. Und das ist eine durchaus praktische Angelegenheit, Kai, oder? Also, ich kann es jedem empfehlen, der keine Möglichkeit hat, aus dem Auto raus zu fotografieren. Das ist mal das Erste. Denn wenn man aus dem Urlaub zurückkommt oder in den Urlaub fährt, gibt es auch manchmal ein paar schöne Straßen, die man gerne mal auf Foto oder eben auch auf Film bannen will. Und auch den Menschen, die vielleicht Laternenparker sind. Denn unsere erste Kamera, die wir Ihnen vorführen, hat nicht nur ein super brillantes Bild, sondern auch einen sogenannten Infrarot-Nachtsicht-Screen dabei. Das bedeutet also, mit einem Bewegungsmelder zusammen, sollte Ihnen mal irgendjemand gegen Front oder Heck titschen nachts, dann haben Sie wahrscheinlich sogar das Kennzeichen auf Bild gebannt, hier im Schwarz-Weiß-Modus. Sie sehen hier übrigens 12 LEDs, denn der hat sogar, und das ist der Wahnsinn an dieser kleinen Kamera, einen vierfach digitalen Zoom. Das heißt, ich kann mir sogar Bildausschnitte vergrößern. Und damit bin ich natürlich dann jederzeit auf der Spur desjenigen, der mir nachts das Auto angetitscht hat oder vielleicht auch tagsüber. Und normalerweise kostet das heute nämlich bei lackierten Stoßfängern richtig Geld, auch wenn es nur ein kleiner Kratzer ist. Ja, und wie oft kommt das vor, ja, dass man von mir aus irgendwo in der Innenstadt sitzt und irgendeiner kommt dann des Nachts von einer feuchtfröhlichen Tour nach Hause, sieht ein schönes Auto da stehen und denkt sich, klasse, da ziehe ich mal eben meinen Schlüssel dran vorbei oder tritt den mal eben gegen den Kotflügel, einem ungeliebten Nachbarn zum Beispiel. Das können Sie jetzt in der Zukunft mittels des Bewegungsmelders unseres Cockpit-Recorders hervorragend aufzeichnen und das nicht einfach nur in irgendeiner Qualität. Wir sprechen von Full-HD-Qualität, das sind hier insgesamt 1920 mal 1080 Pixel, also wirklich gestochen scharf und so können die Bilder aussehen. Sorgen Sie ein Stück weit für eine saubere Scheibe, da sieht man wirklich jede geplatzte Mücke und jede geplatzte Fliege auf der Scheibe. Aber schauen Sie sich das an, ist doch traumhaft schön das Bild. Ist eigentlich wie selber im Auto sitzen. Ne? Ja. Und das ist heute der Vorteil von Full HD. Überrascht hat mich für den Preis eine Ausstattung, die man wirklich als absolut lohnenswert gerade für den Preis erachten darf. Denn da ist eine Blackbox drin mit einem sogenannten G-Sensor. Das bedeutet also im Unfall. Fall, drücken wir es mal so aus, könnte man sogar hier über die Blackbox nachvollziehen, wie schnell war ich, wie lang war meine Bremsreaktion. Alles das ist heute komplett damit auslesbar. Jedes Flugzeug hat ja seit Jahrzehnten eine Blackbox drin, damit man ganz genau nachvollziehen kann, was ist denn passiert. Dass das heute in den Autocams auch mit drin ist, finde ich als hochlohnend und interessant, denn wenn es am Schluss doch mal um 1, 2, 3 km/h Geschwindigkeit geht, kann ich hiermit nachweisen, dass ich wirklich tipptopp im erlaubten Bereich war. Und Sie kennen das selber, Versicherungen sind gerne dafür da, dass man sich versichert. Wenn es aber einen Schaden gibt, dann ist es bei Versicherungen meistens genau umgekehrt. Dann wollen die nämlich erstmal nicht zahlen. Dann kommt der Gutachter und dann kommt der Gutachter von der anderen Versicherung. Und hin und her, dann wird es meistens noch ein Rechtsstreit. Eieiei. Aber auch solche Dinge, wo Sie ganz klar im Recht sind, das war eine Rechts-vor-Links-Situation, wo einfach einer gnadenlos weitergefahren ist, helfen Ihnen natürlich nachher auch weiter. Und vor allem, wenn Sie alleine im Auto sitzen, ist es auch ein guter Helfer. Ein ganz entscheidender Punkt. Da sitzt Ihr Unfallgegner mit zwei Personen oder mit drei Personen im Fahrzeug und alle sagen, nein, der war schuld. Sie sitzen alleine im Fahrzeug, der Beamte, der den Unfall aufnimmt, kommt auf Sie zu. Da gehen drei Stimmen gegen eine. Wer bleibt auf den Kosten sitzen? Sie wahrscheinlich. Übrigens kann man die Aufnahmen dieser Blackbox im Falle einer wirklich scharfen Bremsung über das natürliche Bremsverhalten hinaus und natürlich im Falle eines Crashes auch nicht mehr löschen. Das ist ein
ganz entscheidender Vorteil unserer Blackbox-Funktion. Das heißt, die Aufnahmen sind wirklich gesichert und Sie haben einfach ein hervorragendes und vor allen Dingen gestochen scharfes Beweismittel für den Fall der Fälle. Das war beispielsweise mal so ein Fall. Das Fahrzeug, was dort stand, ist von dem nachfolgenden Fahrzeug auf das vordere Fahrzeug draufgeschoben worden. Sie wissen das, in Deutschland gilt normalerweise derjenige als schuldig, der hinten draufkracht. Jetzt beweisen Sie bitte mal, dass Ihr Fahrzeug stand, dass Ihnen der Hintermann draufgefahren ist und Sie auf den Vordermann draufgeschoben hat. Normalerweise würden Sie den Schaden vorne und den an dem Fahrzeug vor Ihnen aus eigener Tasche bezahlen, beziehungsweise Ihre Versicherung würde das tun und Ihre Schadensfreiheitsklassen würden steigen. Hier haben Sie einen Begleiter, der ganz klar zeigt, wie die Situation abgelaufen ist, sodass Sie quasi aus dem Schneider sind. Und das ist einer der ganz entscheidenden Vorteile unserer Cockpit-Kamera. Jetzt hat es viele Cockpit-Kameras gegeben, die etwas größer waren, die man meistens dann in der Höhe von einem Navigationssystem an der Scheibe hatte. Die ist so klein und kompakt, dass sie zum Beispiel auch bei meinem Auto wunderbar vorm Rückspiegel überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Mhm. Sehen Sie jetzt, wir haben sie mal daneben gemacht, aber durch den kleinen Saugnapf und die kleine Halterung könnte ich den wirklich so perfekt verstecken, dass es auch niemand sieht. Die Bildqualität ist wirklich überragend, denn Full HD ist eigentlich das, was ich heute ja, wie selber im Auto sitzen miterleben kann. Und aus so einer kleinen Linse und so einer kleinen Kamera so eine Bildqualität raus, ist ein absoluter Knüller. Ja, das macht also richtig Spaß. Wir reden natürlich jetzt die ganze Zeit von PKWs und glauben Sie mir, die Qualität dieser Kamera ist so herausragend, dass die ohne weiteres auch mal für die Oberklassenmodelle, wir sehen hier beispielsweise einen richtig schicken Lamborghini, einfach gut in das Interieur auch eines edlen Fahrzeugs ohne weiteres passt. Aber das eben nicht nur bei PKWs, auch bei LKWs ein ganz entscheidender Faktor. Liebe Brummifahrer, Sie wissen das, wenn Sie Ihr Fahrzeug mal irgendwo an einer Raststätte stehen lassen, da gibt es die wildesten Geschichten, Herrschaften, die Ihnen die Plane aufreißen, also Geschichten. Sie haben eine Möglichkeit, das zu überwachen. Für Boote natürlich, für Karawanen auch wieder ein großes Thema, Campingmobile und dergleichen, die zum Teil also auch über Wochen, über Monate, gerade jetzt in der nasskalten Jahreszeit, vielleicht dann doch eher auf einem Stellplatz überwintern. Dann kommen Sie zwei Monate später hin, ist das Ding kaputt, eine Scheibe eingeschlagen oder verkratzt oder sonst irgendwas. Hier haben Sie Ihren digitalen Zeugen, der Ihnen hoffentlich den richtigen Beweis liefern wird. Entweder manuell zuschaltbar oder natürlich in der Endlosschleife oder noch einfacher über die Bewegungsfunktion. Und insofern haben Sie Ihren stillen Bewacher immer griffbereit. Und mit 32 GB, die hier locker reinpassen auf einer Micro-SD-Karte, können Sie bis zu 2 Stunden Material aufnehmen. Das ist also wirklich schon ein richtiges Highlight, was wir hier haben. Liebe Brummifahrer, auch für euch ist das eine ganz tolle Sache. Denn bei eurem Stress, bei eurem Termindruck, den ihr da draußen habt, kommt ihr auch öfter mal in eine Situation, dass zum Beispiel ein Lastwagen vor euch fährt, ausländisches Kennzeichen, nicht gesichert. Und da kann man auch gerne mal Dinge mal bannen, die man sonst vielleicht am Schluss ganz schlecht erklären kann. Und nochmal, es ist natürlich auch absolut genial, nicht nur für die Horrorbeispiele hier, sehen Sie mal, zwei Leute gleich in Mitleidenschaft gezogen, sondern eben auch gesetzt den Fall, Sie kommen in eine Situation, wo Dritte zu Schaden kommen. Dann sind Sie nämlich als, naja, Zeuge auch dabei. Und ich habe das ja vorhin gesagt, wenn Sie alleine im Auto sitzen und zwei Leute fahren auf Sie auf, dann heißt es dann immer, ja, der vor da vorne ist rückwärts gefahren. Das heißt, also alleine im Auto bin ich eigentlich, ja, ein bisschen verloren. Mit so einer Kamera, die auch noch Zeit- und Datumstempel hat, kann ich aber ganz genau nachweisen, wie es aussieht. Und der G-Sensor, wenn ich den auslese, der zeigt dann ganz klar, bin ich schon gestanden? Habe ich mich noch bewegt? Wenn ja, welche Geschwindigkeit? Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und das ist auch der Grund, warum viele von Ihnen schon zugegriffen haben. Sie wissen, wir haben Autokameras in verschiedenen Varianten, manchmal etwas größere, etwas kleinere Modelle, aber von der Art her, von der Auflösung her, ist das mit das Beste, was wir im Programm haben, übrigens auch qualitativ. Und wir reden hier trotzdem von einem Preis, nicht knapp 150 Euro, wie es der Hersteller vorgibt. Wir bieten Ihnen unseren Full HD Cockpit Recorder am heutigen Tage für einen Preis von unter 60 Euro an. Und das macht dieses natürlich auch um ein Vielfaches erschwinglicher, anders als noch vor wenigen Jahren, zu bestellen mit der PX3718. Und der 569. Das Thema Micro-SD-Karten für die Speicherung der Daten haben wir angesprochen. Hier passt eine Micro-SD-Karte rein, die wir natürlich auch für Sie im Programm haben. Und die bis 32 GB. Bei Full HD empfehlen wir Ihnen gleich, nutzen Sie das ganze Spektrum, nämlich die 32 GB. Full HD hat eine wesentlich höhere Auflösung als normale VGA-Kameras. Das heißt, ich brauche für die gleiche Menge Film weit mehr Speicherplatz. Und die bieten wir Ihnen für unter 40 Euro dazu an. Und zwar eine SanDisk, die kennen Sie, das ist ein weltbekannter Hersteller dafür. 32 GB, der macht bis zu 30 MB in der Sekunde, kann der Daten verarbeiten, rein und rausladen. Für Full HD ideal. Und die
Bestellnummer hier ist die PX 98 66 und die 569 und das alles für unter 40 Euro. Mhm. Jetzt haben sie das komplette Programm zusammen, sind unter 100 Euro mit allem und sind immer sicher unterwegs. Ganz genau. Also wenn der nächste Unfall ansteht oder die nächste schöne Strecke, geht die Kamera automatisch an und wir wünschen ganz viel Freude damit.